Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feine Geister. Und heute haben wir aus unserem Shopsystem auf whisky.de den neuen Quiet Man Sherry Finish 12 Jahre Alter. Ein Single Malt Whisky aus Nordirland. So, also das müssen wir erstmal jetzt auseinander dividieren. Aber warte mal, Single Malt Whisky aus Irland heißt aber, er könnte auf Column Stills gemacht worden sein. Könnte sein, ja. Könnte sein, aber du hast irgendwas gelesen, ich habe gelesen, der ist auf Potstills gemacht. Und wenn man sich jetzt drüber nachdenkt, was vor 12 Jahren an Produktion in Irland da war, mit Potstills und Single Malt Whisky, da fällt mir nur eine einzige Brennerei ein, Cooley. Die haben auch Fässer verkauft. Bushmills im Norden, in Nordirland, die haben nichts verkauft, meines Wissens. Und in der Republik Irland im Süden, in Middleton, da haben sie grundsätzlich eine Mischung aus Potstill und Column Still Whiskys. So, also das dürfte mit ziemlicher Sicherheit ein Cooley Whisky sein, der dann im Prinzip nachgereift wurde in Sherryfässern. Aha, ich glaube nicht, dass Bushmills ganz so restriktiv ist. Also da, die drücken da mal ein Auge zu. Also diesen einen Celebrity haben sie dann auch mal wieder einen Whisky gegeben. Also wenn da irgendein Controller kommt mit, oh, wir brauchen Cashflow, dann gehen da mal ein paar Fässer raus. Also stimmt, Bushmills ist jetzt zweimal verkauft worden, glaube ich. Könnte schon sein. Also ja, ich will jetzt das Mysterium hier nicht skippen und sagen, ja, coole. Ja, gut, aber es sagst. Könnte auch Bushmills sein. Ne? Aber ich habe jetzt hier noch was gelesen. Also vielleicht habe ich es auch in den News gebracht und ich kann mich an die News bloß nicht mehr erinnern. Die Quiet Man Brennerei steht hier auch drauf. Es wird gemacht von der The Quiet Man Craft Distillery Ltd. Ist nicht von ihnen, das Zeug hier ist nicht von ihnen destilliert worden, aber ihre Brennerei ist in Bau und sie werden irgendwann mal wird es einen Quiet Man Whisky aus der eigenen Brennerei geben. Zwei, drei Jahre hin, ne? Ja. Dazu muss man sagen, drei, The Quiet Man, wo kommt der Name her? The Quiet Man, nun, der Name kommt von seinem Vater, von dem unabhängigen Abfüller. Der war nämlich Barkeeper, stand hinter der Bar und die Leute schwalten ihn voll, wie man hier in Bayern sagt. Und er war der Quiet Man, der zugehört hat. Und er durfte als Kind wohl öfter da mitgehen. Er hat nicht gesagt, dass er mit trinken durfte, aber er hat also den Geruch und so der Bar eingesogen. Das war für ihn also seine Jugend. Und daraus ist wohl dann diese Liebe zum Whisky geworden. Jetzt füllt er unabhängig ab. Und wie viele unabhängige Abfüller haben sie natürlich dann auch das große Ziel, selber zu brennen und da eine Craft Distillery aufzubauen. Macht ja Sinn. In Irland, glaube ich, sind ein oder zwei Dutzend Brennereien gerade am Werk. Ja, da sind eine ganze Menge am Werk. Also wer dann bei mir in den Whisky.de News auch mal aufpasst, merkt, da kommen ganz schön viele News von... hier gibt es eine neue Brennerei, da wird gebaut, die wird eröffnet. Ne? Ich bin vorletzte Woche durch Irland gefahren, einmal rund und an jeder Ecke. An jeder Ecke. Also das ist gerade ein richtiger Boom in Irland. Ganz genau. Was ich cool finde an der Flasche und, Entschuldigung, ist... Und international verkaufen die sich hervorragend. Also der irische Whisky-Anteil in der Welt wächst. Also es gibt ein bisschen so den Revival. Ja. Aber sie haben es ja, ich glaube, es gibt sogar schon irgend so eine League of Irish Whisky, ne, mit den drei, vier Großen. Und die versuchen jetzt den Kleinen so ein bisschen noch unter die Arme zu helfen, damit die Marke Irish Whisky auch eine gute Marke wird. Ach so, okay. Weil wenn jemand in der Welt sich einen Scotch kauft, dann ist der zu 90% eigentlich relativ gut. Auch wenn du jetzt irgendwo, es gibt ein paar im Supermarkt, ja, die sind nicht so gut. Aber die haben trotzdem, sind gar nicht so schlecht. Und das wollen sie eben auch bei Irish Whisky hinkriegen, dass sie sagen, hey, wenn du einen Irish Whisky hast, dann kriegst du was Gutes. Ne? Und hier geht es also jetzt richtig los, 46 Volumenprozente, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt. Also hier geht es richtig ab. Stammt aus Derry. Und da gab es bei mir so eine leichte Verwirrung. Was ist Derry? Also gut, Derry ist die zweitgrößte Stadt Nordirlands. Aber was ist Londonderry? Das haben wir gerade nochmal nachgegoogelt, das ist tatsächlich das Gleiche. Ja. Sehr komisch, wie eine Stadt zwei Namen ja, haben. Ja, wahrscheinlich ist so, Derry, es gibt wahrscheinlich irgendwie ein County Derry oder irgendwie sowas. Das könnte sein, dass das in der Republik Irland liegt. Und um das zu teilen, hat man gesagt, Londonderry, das sind die aus London, das sind die Nordiren. Ich hätte jetzt eher gesagt, das heißt Londonderry. Und weil es einfach immer zu Problemen gab mit London, haben sie es London weggelassen. Keine Ahnung. Dass sie dann, das ist also, alles Spekulation. Ja, reine Spekulation. Wie viel? 46 hat er. 46, da brauchen wir nichts zwingend. Und was war jetzt? Wir waren bei einem
Diesmal ist es ein Sherry-Finish und wir haben ihn auch im Shop als Bordeaux-Finish und als Bourbon-Fasslagerung. Die erste war, glaube ich, eine Bourbon-Fasslagerung. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir den noch haben, ob es den noch gibt. Der liegt jetzt bei 64,90 und ist dafür, muss man sagen, für einen Iren vergleichsweise bezahlbar, weil so wie ein irischer Whisky ein Alter von 10 oder 12 Jahren zeigt, dann schießen die Preise in die Luft. Mhm. Und der hier ist nun bezahlbar für irischen Whisky. Wow, jo, schön. Boah, ganz super. Der hat ein Orangenblütenaroma. Boah, das ist so richtig frischer Orangenbaum. Sogar ein bisschen rübergehend in dieses Bergamottöl. Das ist dann diese kleine Gewürzorange mit den noch kleineren Früchten als die Clementine. Mhm. Die sind also so wie Cherry-Tomaten sind diese Bergamott-Orangen. Und danach riecht er ganz, ganz wundervoll. Und dann natürlich im Prinzip vom Sherry her die etwas dunkleren Früchte, die dazukommen. Mhm. Also richtig deutlich fruchtige Note obendrauf. Was ja nicht so viele Leute wissen, ist, ich habe als Hobby auch noch Pflanzen. Also ich habe das Hobby mir vor ungefähr 15 Jahren zugelegt. Und es gibt noch ein paar Pflanzen. Die leben noch. Und ich habe jetzt mittlerweile, die meisten, die immer überleben, sind Zitruspflanzen. Mhm. Und ja, es hat diesen Geruch. Es ist ein bisschen, wobei ich den bei meinen Pflanzen penetranter wahrnehme. Also die, wenn da die Sonne draufsteht und die Aromen gehen richtig gut raus. Man kann jetzt, du hast jetzt, was hast du gesagt? Orangenblüten. Ne? Mhm. Ich habe da immer so, ich habe mir alle verschiedenen geholt. Ich habe Zitrone, Orange, Blutorange, Grapefruit, alles. Aber er hat auch noch, also er geht so Richtung Blüte, aber auch Richtung Frucht. Also ja, genau. Dieses Zitrusaroma ist definitiv auch gut mit dabei. Und hin und wieder so sogar ein bisschen ins intensivere, ölige, so dieses Bergamottöl. Mhm. Das findet man ja in manchen parfümierten Tees. Da ist Earl Grey, ich glaube, da ist Bergamott drin. Mhm. Wow. Mhm. Und so eine leichte Bourbon-Note ist auch noch oben drauf. Ja, genau. Tja, probieren wir, oder? Tschüss. Jetzt zieht er richtig durch und dieses Orangenaroma geht weitaus deutlicher in den Mund, auf der Zunge. Jetzt ist richtig Orangensaft da, der zwischen süß und einer leichten Trockenheit hin und her springt. Und dann kommt wahrscheinlich aus dem Sherryfass jetzt diese leichte Nussnote hinterher im Abgang, die ist eigentlich bei Sherryfässern, wenn sie frisch genug sind, fast immer vorhanden. Und die dunklen Früchte, die gehen ein bisschen in den Hintergrund gegenüber des Orangenaromas. Mhm. 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 Also wirklich dieses typische Oloroso-Aroma. Ja. Also richtig das typische. Diese Nussigkeit. Und weißt, im Mund hatte ich diese dunklen Früchte nicht. Jetzt gerade, als ich runtergeschluckt habe, wird das Ding viel fruchtiger, saftiger, würde ich auch mal sagen. Also so richtig so ein bisschen Traubensaft, ein bisschen Orangensaft, so in der Richtung. Und jetzt auch so ein bisschen im Abgang mit so ein bisschen den Holzaromen, also den Eichenaromen. Mhm. Finde ich klasse. Also der hat so ein richtig schön ausgewogener Sherry-Whisky. Ich hätte den jetzt auch nicht unbedingt nach Irland gelegt. Mhm. Mhm. Dazu ist der zu typisch Postel-Whisky. Mhm. Ja, also er hat eine gewisse Süße, aber er ist nicht so süß, wie ich ihn eigentlich von einem Iren kenne. Also wenn ich einen Iren, den Archetypen Iren nehmen würde, der hat vielleicht einen leichten Sherry-Einfluss, aber dafür ist er irgendwie süß, pappig und sehr, sehr, sehr rund. Ich finde ihn jetzt nicht rund, also ich finde viele Whiskys rund. Es gibt auch sehr, sehr viele runde Whiskys und das Schöne am Whisky, weil Whisky ist runder als irgendwelche anderen Spirituosen. Aber der ist nicht ganz so dieser Archetyp rund, sondern der hat auch ein bisschen Ecken und Kanten. Also der hat hin und wieder auch so ein bisschen vielleicht was Nussiges, ein bisschen was Scharfes, also zarte Nuancen davon. Und der Abgang und eine ist ganze schön, Menge schön mittellang bis lang, hält sich also ganz gut auf der Zunge. Jo, kann man lassen, preislich aus meiner Sicht für einen Iren mit dem Alter durchaus angemessen. Mhm. Ja, und ich habe keine Ahnung, wie viel die davon haben.
ist das Ding limitiert? Haben die mehrere Sherry-Fässer abgefüllt? Kein ich glaube, Quiet er ist nicht so limitiert. Also ja. wer Interesse daran hat, sollte vielleicht mal ein bisschen vorbeischauen, wenn dann irgendwann mal unser kleine Einblendung kommt mit geringer Vorrat, dann sollte man vielleicht mal langsam zugreifen. Aber ja, ich glaube, er ist ganz gut im Shop verfügbar. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, gerne auch mal mit Freunden teilen. Und bis zum nächsten Mal.